Hallo ihr Lieben, es ist mal wieder soweit. Hier auf der Impulspiloten-Couch habe ich einen neuen Gast und zwar einen sehr, sehr, sehr guten Freund von mir und einen Kollegen. Hallo Colin. Hi, grüß dich. So, ich habe jetzt diese verrückte Brille auf. Ich nehme die jetzt mal ab, damit ihr mich mal seht, denn wir reden in den nächsten 15 Minuten über das Metaverse. Was ist das Metaverse, für die, die es noch nicht wissen? Das Metaverse ist ein riesengroßes Ding. Und wird zwar Metaverse ausgesprochen. Metaverse. Ich spreche immer Metaverse aus. Ja, du kannst auch Metaversum sagen. Okay. Das Metaverse ist die nächste Generation des Internets. Das heißt, ich bin mit solchen Brillen nur noch unterwegs? Nein, nicht, aber das ist eine Möglichkeit. Fangen wir mal an. Das Web 1.0 war Mitte der 90er. Das heißt, das waren wir das erste Mal online, haben uns Websites angeschaut und konnten eigentlich nur konsumieren. Das Web 2.0 kam ungefähr mit Social Media 2005, 2006, wo plötzlich jeder in der Lage war, selbst Inhalte hochzuladen, sich auszutauschen, zu vernetzen. Und Social Media, Facebook, E-Commerce waren natürlich große Themen. Und jetzt kommt die nächste Generation, die dritte, das Web 3, wo das Metaverse ein Teil davon ist. Und dem Internet wird sozusagen eine dreidimensionale Ebene hinzugefügt. Das heißt, ich kann mit Hilfe zum Beispiel von so einer Brille, kann ich in das Internet eintauchen und bin komplett immersiv in einem Thema drin. Nicht von außen, sondern ich bin komplett mit drin. Du bist ja auf der einen Seite Speaker-Kollege von mir. Du hattest lange oder hast noch eine Werbeagentur, machst unser Social Media für die Impulspiloten und schreibst gerade ein Buch übers Metaverse, was im Herbst jetzt rauskommen wird. Wo glaubst du, geht's hin? Was glaubst du, passiert? Werden wir irgendwann alle diese Brillen tragen? Das, wie gesagt, ist ein Zwischenschritt. Das ist noch eine relativ klobige Brille. Man muss beim Metaverse zwei Sachen unterscheiden. Das hier ist eine sogenannte Virtual Reality Brille. Mhm. Die setze ich auf und ich bin komplett in einer anderen Umgebung, in einer anderen Welt. Die kann fotorealistisch sein, also aufgenommen mit einer Kamera, 360 Grad, oder die kann wirklich dreidimensional sein. Was auch kommen wird oder was es zum Teil schon gibt, nennt sich AR oder Augmented Reality. Mhm. Und das könnte und es wird in Zukunft eine Brille sein, die wird so groß sein wie die hier. Und dann wird über mein Sichtfeld was drüber projiziert. Das heißt, ich habe dann Meta-Informationen über meine Umgebung. Und ich kann dann entsprechend mit der Hand oder mit einem Controller gewisse Dinge natürlich auch anfassen, interagieren und so weiter. Und Apple ist dabei, wir wissen noch nicht genau, wann es rauskommt. Ich schätze mal, vielleicht noch dieses Jahr, vielleicht Anfang nächsten Jahres, wird eine AR-Brille rausbringen, die natürlich in Kombination mit dem iPhone funktioniert. Die wird noch ein bisschen größer und dicker sein, das ist völlig klar. Aber ich schätze mal, wenn Apple in diesen Markt eintritt, dann wird es einen riesen Boom geben. Google hatte das ja mal vor ein paar Jahren, so eine Brille, die hat sich ja nicht durchgesetzt. Warum glaubst du nicht? Es ist 10, 15 Jahre her. Es war die allererste Generation. Und die Brille selbst gibt es noch, und zwar im Logistikbereich. Das heißt, wenn ich jetzt in der Logistik bin, ich bin in der Halle, dann zeigt mir die Brille im Sichtfeld genau an, wo ich hingehen muss, wo ich entsprechend die Dinge finde und so weiter. Wie das immer ist mit Technologie, die ersten haben es natürlich sehr, sehr schwer. Mittlerweile ist die Technologie so weit, dass das Ganze auch möglich ist. Also selbst so eine Brille kostet ungefähr 400 Euro. Von einem Jahr kostet die noch weit über 1.000 und vor 2, 3 Jahren brauchte ich dafür einen riesen PC für 4.000, 5.000 Euro. Wir sind ja hier beim Impulspiloten-Talk, bei der Impulspiloten-Experten-Couch, reden wir viel über die Eventbranche. Wie glaubst du, wird das Metaverse Events verändern? Also das Metaverse, jeder von uns wird mehr oder weniger das Metaverse nutzen. Und natürlich, ab wann glaubst du es? Wir sind jetzt am Anfang und ich würde sagen, bis es komplett überall ist, vielleicht 5 bis 10 Jahre. Es heißt natürlich nicht, dass ich dann keine Smartphones mehr habe und keine PCs. Aber ich werde dann, wo es Sinn macht, werde ich halt eintauchen und Dinge einfach viel intensiver erleben können, als ich es jetzt momentan mache. Ein guter Film, den ich immer so als Beispiel nehme, ist, den schätzen wir beide sehr, Ready Player One. Wenn wir den einmal den Zuschauern und Zuschauerinnen, die den Film noch nicht gesehen haben, beschreiben, was passiert da bei Ready Player One? Eine Filmempfehlung übrigens. Also Ready Player One ist ein cooler Film von Steven Spielberg. Der zeigt im Grunde genommen natürlich eine Dystopie in der Zukunft, wo die Menschen im Grunde genommen kein normales, schönes Leben mehr haben, sondern sich flüchten in einer virtuellen Welt. Sie setzen ihre Brillen auf und können sein, wer immer sie sind.
und sind dann mit einem Avatar, das heißt, ich setze die Brille auf, habe dann einen Avatar und kann mich in allen möglichen Welten und Dingen bewegen, tun, was immer ich machen möchte. Und im normalen Leben leben sie im Container und haben nichts anderes außer das normale Leben und das Metaverse. Was glaubst du, ich bin jetzt Moderator in der Eventbranche, ich habe eine Agentur, was glaubst du, kommt auf die Eventbranche zu mit dem Metaverse, deiner Meinung nach? Genau. Also wie sollen wir uns vorbereiten? Was kommt auf uns zu? Momentan, klar, es gibt normale Events, die erlebe ich. Und das ist ja auch das Besondere, dass ich sie wirklich sehen, riechen und wirklich erlebe. Dann war das ganze Thema Corona und hybride Events. Das heißt, ich habe plötzlich Events nur noch auf einem Bildschirm mit vielen, vielen anderen Leuten. In der Zukunft kann ich eine Kombination von beidem haben. Das heißt, ich setze die Brille auf und kann trotzdem in irgendwelchen Welten sein. Die können genauso sein wie die echte Messe. Die können aber auch auf Mars sein oder auf einer Raumstation oder in irgendwelchen ganz besonderen Dingen. Oder ich kann Maschinen mir anschauen, ich kann mit den Maschinen interagieren, mit Leuten mich unterhalten. Und ich habe nicht nur das Bild, was dreidimensional ist, sondern ich habe auch dreidimensionalen Sound. Das heißt, wenn jemand von links redet, höre ich das, ich drehe mich um und ich höre es von vorne. Also ich habe eine ganz neue Möglichkeit haben, Eventformate zu entwickeln und Welten zu entwickeln. Was brauche ich, um als Eventagentur mich darauf einzustellen? Viele ITler, muss ich anfangen, ITler einzustellen? Überhaupt nicht. Das allererste, was ich jedem auch empfehlen würde, und es geht nichts über Learning by Doing, ist, sich so eine Brille zu holen. Wie gesagt, kostet 400 Euro, kriegt man bei Amazon, kann man bestellen. Ist es egal, welche Marke? Also, okay. Nein, ist nicht. Der Marktführer, wie soll es auch anders sein, ist die Firma Facebook. Okay. Die sich ja umbenannt hat in Meta, um auch zu beweisen, wie wichtig für sie das Metaverse ist. Und die haben vor 8 Jahren eine kleine Firma gekauft für 2 Milliarden Dollar, die nennt sich Oculus VR. Und die sind Marktführer, Weltmarktführer. Und die machen wahnsinnig gute Headsets. Und ähnlich wie Apple das Betriebssystem und die Hardware zusammen macht, macht Meta jetzt auch die Hardware und die Software. Und ich würde auf alle Fälle empfehlen, die Meta Quest, das ist jetzt die Quest 2. Da kommen natürlich neue Generationen raus und so weiter. Aber da kann ich mir Apps runterladen, ich kann Freunde einladen, ich habe Facebook, Instagram drauf und kann direkt mal live erleben, wie das Ganze ist. Also als erstes, ich organisiere mir so eine Brille. Was mache ich dann? Ganz viel ausprobieren. Okay. Learning by doing, schauen, googeln, Sachen angucken, selbst erleben. Und ich glaube, wenn man schon viel selbst mitbekommt, dann kommen einem viele Ideen. Wie kann ich das für mein Business nutzen? Das kann eine virtuelle Welt sein, aber natürlich wird sich jetzt, wenn ich jetzt im Unternehmen bin, gibt es viele andere Möglichkeiten, wie ich einfach die Zusammenarbeit mit anderen Menschen, egal wo sie auf der Welt sind, welche Sprache sie sprechen, plötzlich in der virtuellen Realität haben kann. Ich brauche aber jeder, der an dem Event teilnimmt, braucht eine Brille. Der braucht eine Brille. Okay. So ist es. Also ist am Anfang noch ein bisschen logistischer Aufwand. Absolut, genau. Aber ich sage jetzt mal, wenn es irgendwann so ein Mainstream-Produkt wird, wie jetzt eine normale Glasses, und ich sage jetzt mal so, wie man vielleicht die Apple Watch heute hat, so wird man in Zukunft vielleicht eine kleine Brille haben und dann wird es natürlich immer leichter. Das Metaverse kann ich aber auch nutzen, indem ich ein Smartphone nehme oder ein Tablet. Mhm. Und kann dann auch Augmented Reality-mäßig natürlich Dinge in meinen Raum projizieren, kann mit den Dingen auch interagieren. Es ist aber natürlich nicht dieses immersive Gefühl, dass du komplett drin bist. Fahre ich dann auch auf dem Event oder findet das Event dann bei mir zu Hause statt? Das bleibt dir überlassen. Natürlich ist es wie immer besser und schöner, wenn man jemanden so wie jetzt einfach live sieht. Mhm. Aber die Option und die Möglichkeit zu haben, fast das Gefühl zu haben, als wenn wir auf der Couch sind, ich aber vielleicht in München sitze, das denke ich wird kommen. Also wenn es hybride Metaverse-Events möglicherweise. Zum Beispiel. Wie, als Eventplaner oder Eventplanerin, wie muss ich es gestalten? Was wären denn deine Tipps? Es wird natürlich auch neue Jobs geben. Also es wird sozusagen Experience-Designer geben, die diese Welten aufbauen und sich Experiences überlegen. So ähnlich wie ein Eventplaner, der sich genau überlegt, was soll wo, an welcher Location sein und aussehen, wie soll das Ganze sich anfühlen, riechen, ausschauen. Genauso kann ich sowas natürlich in einem dreidimensionalen Raum machen. Und ich glaube, bei ganz großen Events, die arbeiten ja auch mit 3D und die planen solche Dinge im Vorfeld. Mhm. Wenn man natürlich sowas hat, ist es relativ leicht, das dann zu adaptieren, wirklich in die echte Welt. Ganz viel kommt aus dem Spielebereich, also das Thema Unreal Engine, das ist eine Software, mit der zum Beispiel unter anderem Fortnite gemacht wird. Und wenn man mal Spiele spielt auf der PlayStation, auf der Xbox, Fortnite, kriegt man, glaube ich, schon mal ein ganz gutes Gefühl, wie das heraussieht.
Wie viele Menschen in Deutschland haben im Augenblick so eine Brille? Gibt es da Statistiken? Die Brille wurde weltweit 20 Millionen Mal verkauft. Deutsche Zahlen gibt es nicht, aber es sind, ich würde mal sagen, einige Hunderttausend. Und wie gesagt, das ist nur eine Frage der Zeit. Deswegen, das wird auch nicht morgen passieren. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich heute damit beschäftigt, um einfach mal die Möglichkeiten auszutarieren und sich zu überlegen, ist das was für mich, für mein Business? Also ich sage allen bitte, jetzt ist der Zeitpunkt. Warst du schon auf Metaverse-Events? Und wenn ja, was ist da schon passiert? Was gibt es denn bis jetzt? Es gibt zum Beispiel, es gab ein virtuelles Konzert von Travis Scott. Das hat er in Fortnite gemacht. Das war noch nicht so richtig VR, das war noch auf der PlayStation. Ich habe heute Morgen bei YouTube geschaut, dieses Video hat 187 Millionen Views. Mhm. Und er hat damals live gespielt vor 20 Millionen Menschen. Okay, also die Nachkommunikation ist der Hammer. Das ist genau der Punkt. Das ist halt der Vorteil von virtuellen Events, dass ich einfach theoretisch endlos skalieren kann. Was noch? Ja, Konzerte, ja, gerade im Spielebereich. Also ich als großer Star Wars-Fan, es gibt wahnsinnig coole Star Wars-Spiele. Und dieses Gefühl, komplett drin zu sein, das zu erleben, das ist ein Kindheitstraum. Wir hatten ja einmal wir haben als Impulspiloten mal 2018 in Hannover so einen Raum angeguckt, das war total abgefahren, hatten da eine Weihnachtsfeier. Und wir hatten letztes Jahr auf Schloss Wedendorf, wo du auch dabei warst, wo Melanie Eschle, eine Kollegin von uns, dann mit dieser Brille durchs Schloss lief, eigentlich überhaupt nicht auf so einen winzigen Raum. Und du bist sofort gebannt, oder? Ich kann mich noch erinnern, wie sie mit ihrem Laserschwert und dem Ding da stand. Und man setzt diese Brille auf und innerhalb von 2-3 Sekunden bist du völlig in der anderen Welt. Ich weiß noch, ich stand irgendwann daneben Melanie und sie schreckte zurück, weil, glaube ich, Darth Vader vor ihr stand. Oder ich. Oder du. Oder du. Genau. Abgefahren. Ich bin sehr fasziniert. Das Nächste, was ich machen werde, ist mir diese Brille einmal holen. Du hast gesagt, ich brauche erstmal keine ITler. Wie stelle ich mich als Agentur auf? Also jetzt ist der Zeitpunkt, um Wissen und Erfahrung aufzubauen. Okay. Und zu experimentieren. Das heißt, auch als Agentur, je nachdem in welchem, als Eventagentur ausprobieren, schauen, eine Lösung, vielleicht mal eine kleine Lösung binden. Es gibt auch fertige Lösungen, zum Beispiel frame.io ist eine Website, da kann ich mir im Browser ein eigenes kleines Metaverse bauen. Okay. Ich habe verschiedene Vorlagen, verschiedene Räume, die kann ich dann schmücken, ich kann da Dinge ranhängen, Licht einstellen und so weiter. Und habe dann eine Adresse, eine URL, die kann ich jemandem schicken und der kann dann in mein Metaverse, in meine Welt reinkommen. Und die kann ich so gestalten, wie ich möchte. Abgefahren, abgefahren. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich fand die Tipps äußerst inspirierend von Colin. Ich habe jetzt ein bisschen mehr Ahnung von Metaverse. Danke, dass du uns weiter als Impulspiloten unterstützt und berätst. Und noch zum Abschluss, dein Buch kommt im Herbst raus. Was steht da drinnen? Das ist das 30-Minuten-Buch von Gabal. Ich habe versucht, mein Wissen und all das Know-how, was ich habe, in dieses 30-Minuten-Buch zu kriegen. Und das kommt im Herbst raus. Und ist, glaube ich, eine gute Basis, um einfach mal zu erfahren, was es ist, was es bedeutet und auch, wie ich vielleicht eine erste Metaverse-Strategie aufbaue. Okay. Das war Colin Chrome zum Thema Metaverse. Holt euch sein Buch 30 Minuten Metaverse bei Gabal. Alles andere findet ihr in den Shownotes und ich sage vielen Dank, Colin. Danke. Schwind jetzt wieder.